Jahr 2007 wurde China zum größten CO2-Emittenten der Welt. Damit zog es weit an den USA vorbei, die bis dahin den Titel innehatten. In Wirklichkeit wird China als eine wahre Fabrik der Globalisierung betrachtet. Anlässlich der COP15 in Kopenhagen 2009 verpflichtete sich Peking, seine Kohlenstoffintensität bis 2020 um 45% zu senken. Ein erster Schritt in Richtung erneuerbarer Energien. Leider sind heute die chinesischen CO2-Emissionen immer noch sehr hoch. Darüber hinaus wächst das Land weiterhin in einem atemberaubenden Tempo. Wie wir alle in den Medien verfolgt haben, haben zahlreiche Stromausfälle die chinesische Wirtschaft besonders stark beeinträchtigt. Steht das chinesische Stromnetz aufgrund der globalen Erwärmung wirklich kurz vor dem Zusammenbruch? Wie ist die aktuelle Umweltsituation in China? Zwar ist China für ein Drittel der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, doch ist das Land auch sehr anfällig für Naturkatastrophen. Letztendlich ist das Land sowohl Täter als auch Opfer von Umweltzerstörungen. In gewisser Weise kann man China als eine Art Sündenbock für die globale Erwärmung betrachten. Welchen ökologischen Herausforderungen muss sich China stellen? Am 13. Januar 2013 erreichte die Luftverschmutzung in Peking einen bis dahin nicht gekannten Höhepunkt. 3 Wochen lang sprengte die Feinstaubkonzentration die Messgeräte. Der Grenzwert lag 40 Mal höher als der Wert, den die WHO als unbedenklich einstuft. Dieser giftige, erstickende und sehr gefährliche Dunst wird durch die Verbrennungen von Kohle und den Autoverkehr verursacht. Die chinesischen Medien beschrieben diese Episode als Airpocalypse. In der Folge zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass 16% des chinesischen Landes und 80% des Grundwassers verschmutzt sind. Angesichts der wachsenden Besorgnis sah sich die Regierung von Xi Jinping gezwungen, die Umweltverschmutzung als Priorität in ihre Regierungsstrategie aufzunehmen. Daraufhin wurde das Konzept der ökologischen Zivilisation eingeführt. Die Ernährung der chinesischen Bevölkerung ist ebenfalls ein zentraler Punkt des Problems. Peking ist sich bewusst, dass der Konsum der chinesischen Bevölkerung explodiert. Die Welt sieht sich außerstande, mit dem Tempo Schritt zu halten. Von nun an ist sie der größte Fleischkonsument und Importeur der Welt. Im Jahr 2016 kündigte das Land an, dass es seinen Fleischkonsum bis 2030 um die Hälfte senken wolle. Ein Ziel, das aufgrund des Verhaltens und der Zurückhaltung der Verbraucher nur sehr schwer zu erreichen ist. Die Massentierhaltung hat nämlich einen sehr starken Einfluss auf die Umwelt. Daher ist dies für den Kampf gegen die globale Erwärmung von größter Bedeutung. Das Jahr 2022 war eindeutig kein gutes Jahr für China. Das Land wurde von schrecklichen Hitzewellen sowie beispiellosen Überschwemmungen heimgesucht. Infolgedessen hatte das Land mit zahlreichen Schwierigkeiten bei der Energieversorgung zu kämpfen. Die Wasserversorgung und die landwirtschaftliche Produktion waren gleichermaßen betroffen. In einigen Provinzen kam es zudem zu außergewöhnlichen Dürreperioden. Dies führte zu einem Rückgang der Kapazitäten zur Erzeugung von Wasserkraft. Nicht zu vergessen sind die sintflutartigen Regenfälle in den nordwestlichen und südlichen Regionen Chinas, die zu erheblichen Sachschäden führten. Im vergangenen Sommer litt das Land daher unter einer regelrechten Energieknappheit. In Sichuan sahen sich einige Fabriken sogar gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Um diese Knappheit und die steigenden Energiepreise auszugleichen, beschlossen die Behörden, die Kohlekraftwerke auf Hochtouren laufen zu lassen. Seit einigen Monaten laufen die Kohlekraftwerke in einem atemberaubenden Tempo. Die Regierung hat nun keine andere Wahl mehr. Sie muss die Energiesicherheit wieder zur obersten Priorität machen. Langfristigkeit ist keine Option mehr. Es ist notwendig, auf die kurze Frist zu setzen. Wie Sie sicher wissen, ist Kohle besonders umweltschädlich. Dennoch ist China bei der Stromerzeugung größtenteils auf diese Energiequelle angewiesen. Man spricht von 60% dieser Produktion. Eine Studie des MIT aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die nordchinesische Tiefebene aufgrund der extremen Hitze und Feuchtigkeit bis zum Ende des Jahrhunderts unbewohnbar werden könnte. Dabei handelt es sich jedoch um die am dichtesten besiedelte und landwirtschaftsproduktivste Region. Sandstürme bedecken weiterhin Peking und den Norden des Landes, trotz der Bemühungen, die Wälder wieder aufzuforsten. Temperaturextreme, Dürre und die Verschlechterung der Ökosysteme stehen in direktem Zusammenhang mit der globalen Erwärmung. Daher ist es zwingend erforderlich, die Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens zu beschleunigen. Wie überall auf der Welt hat die Gesundheitskrise auch in China zu enormen Komplikationen geführt. 3 Jahre später verzeichnet das chinesische Wachstum einen starken Rückgang. Die Umsetzung der von den meisten asiatischen Ländern propagierten Null-Covid-Politik hat dem Land nicht viel geholfen. Darüber hinaus befürchtet China eine Verlangsamung der Weltwirtschaft. Dies ist eine direkte Folge des russisch-ukrainischen Konflikts. China ist in der Tat stark von seinen Ausbeutungen in Richtung Europa abhängig. Durch die Erhöhung der Kohleproduktion hofft China, seine Abhängigkeit von Importeuren zu verringern. Wussten Sie Folgendes schon? China produziert mehr als die Hälfte des weltweit vorhandenen Stahls und Zements. Die CO2-Emissionen aus diesen Sektoren sind höher als die Emissionen der Europäischen Union. Schließlich ist das Land für etwa 28% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.
Dennoch ist es der größte Investor in erneuerbare Energien. Das Budget für erneuerbare Energien wird auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Im Jahr 2020 macht die chinesische Windstromerzeugung beispielsweise 40% der weltweiten Gesamtstromerzeugung aus. Darüber hinaus gehört das Land zu den größten öffentlichen Geldausgebern für Energieforschung und Entwicklung. Erneuerbare Energien machen immerhin fast 30% der Stromerzeugung des Landes aus. Leider ist der Energiebedarf Chinas so gigantisch, dass all dies nicht ins Gewicht fällt. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass seine Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung immer wichtiger werden. China unterstützt insbesondere Projekte zur Energiewende im Ausland. Peking hat Pakistan nach den Überschwemmungen des letzten Sommers gerade 14 Milliarden US-Dollar gezahlt. Das Land wird auch die erste Waldstadt der Welt beherbergen. Es geht darum, einen sogenannten vertikalen Wald zu errichten. Der italienische Architekt Stefano Boeri hat sich dieses Konzept ausgedacht, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Das Ziel wäre es, etwa 10.000 Tonnen CO2 und 57 Tonnen Schadstoffe zu absorbieren und dabei gleichzeitig etwa 900 Tonnen Sauerstoff zu produzieren. Die Stadt würde sich außerdem zu 100% selbst mit erneuerbaren Energie versorgen. Die Bauarbeiten begannen 2020, sind aber noch nicht abgeschlossen. Ein ebenso wichtiges ökologisches Thema ist die Wüstenbildung. Jedes Jahr verschlingt das Vordringen der Wüste Gobi im Norden des Landes fast 3.000 Kilometer Acker- und Siedlungsland. Die Regierung hat daher ein umfassendes Wiederaufforstungsprogramm gestartet, das 1978 begann. Es ist bis 2050 geplant und soll bis 2025 dazu führen, dass 24% der Landesfläche mit Wald bedeckt sind. Darüber hinaus erklärt Xi Jinping am 16. Oktober, dass Kohle sauberer und effizienter genutzt werden wird. Dennoch wirft seine Abwesenheit auf der COP26 und der COP27 Fragen auf. Was sind Chinas wahre Absichten in Bezug auf Umwelt und Klima? Trotz seiner grünen Wende ersten Grades befindet sich das Land weiterhin zwischen den Fronten. China treibt sein Binnenwachstum und sein Konsum bis zum Äußersten. Dies ist jedoch absolut nicht mit den von der Zentralregierung auferlegten Umweltauflagen vereinbar. Im Herbst 2021 waren einige Provinzen sogar gezwungen, ihre Aktivitäten einzustellen, um die Kohlenstoffemissionsquoten einzuhalten. Nach der Ratifizierung des Pariser Abkommens im Jahr 2016 versicherte Xi Jinping, dass keine weiteren Kohlekraftwerke von China im Ausland gebaut werden. Zwar sind die ergriffenen Maßnahmen notwendig, aber sie müssen effektiver sein und viel schneller. Das Land will seine Energiewende jedoch auf keinen Fall überstürzen. Die chinesische Regierung plant derzeit nicht, die Verbrennung fossiler Brennstoffe einzustellen. Sie will absolut sicher sein, dass grüne Energien diese zuverlässig ersetzen können. Chinas Klimaschutzmaßnahmen sind für das Land und den Rest der Welt von größter Bedeutung. Ohne eine Reduzierung der Emissionen drohen dem Land beispiellose Katastrophen, insbesondere in Bezug auf die Stromversorgung. Man kann sagen, dass es ein echtes Schisma zwischen extremem Wachstum, Umweltfreundlichkeit und globaler Erwärmung gibt. Für den Fall, dass Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, zögern Sie nicht, dieses Video zu liken. Um auch alle anderen Videos zu sehen, sollten Sie den Kanal abonnieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns auch Vorschläge als Kommentar hinterlassen. Dies könnte für uns bei der Entwicklung unserer nächsten Themen sehr hilfreich sein. Vor allem aber sollten Sie die Benachrichtigungsglocke aktivieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir sagen bis bald auf ATEC.